Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne das auf jeden Fall, dass man einmal meditiert hat, vielleicht auch zwei, dreimal und dann nie wieder. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich das erste Mal mit, ich glaube, 17 oder 18 meditiert habe. Das war zu der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe und unglaublich Stress hatte und der Meinung war, Meditation könnte helfen. Der Ansatz war richtig, die Umsetzung war nicht so gut. Und ich habe es tatsächlich einmal gemacht und dann nie wieder. Das muss so ungefähr 2007 gewesen sein, vielleicht auch 2006. Und dann habe ich ja erst wieder 2016 angefangen zu meditieren. Also es kann gut sein, dass da zwischen diesen Erfahrungen 10 Jahre liegen. Das Problem ist einfach, wenn du zur Ruhe kommst, was wir ja bei der Meditation tun, dann ploppen einfach Gedanken auf. Dann ist da Chaos im Kopf, dann kommen die ganzen Probleme, die ganzen Gefühle hoch. Und das ist völlig normal. Und das wollen wir auch nicht wegdrücken. Aber gerade das ist auch der Grund, warum man meditieren sollte. Also diese Gedanken, die da aufploppen und dieses, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Meditation ist nichts für mich, ich komme da nicht zur Ruhe. Habe ich schon so oft gehört, das sind die Menschen, die unbedingt meditieren sollten. Weil darum meditieren wir, um zu lernen, zur Ruhe zu kommen, den Geist zu beruhigen, die Gedanken mal für eine Weile ruhig zu stellen. Aber das funktioniert halt nicht beim ersten Mal. Und wenn du das tatsächlich nicht weiter probierst, wenn du dieses eine Mal meditierst und dann nie wieder, dann beraubst du dich einfach dieser Erfahrung, wenn du dann tatsächlich mal in tiefer Meditation bist. Wenn du an diesem Punkt jetzt aufgibst, bei diesem ersten, zweiten, dritten Mal meditieren, weil du das einfach nicht spüren willst, weil du das nicht wahrnehmen möchtest, diese Gefühle und Gedanken, dann kommst du auch nie hin, dieses Wunder der Meditation zu fühlen und zu erleben, weil in der Meditation geschehen so magische Dinge. Ich habe durch Meditation zu mir selbst gefunden, habe zur Selbstliebe gefunden, konnte so viele Dinge aus meiner Vergangenheit loslassen, akzeptieren, aufarbeiten, habe Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein erlangt. Und wenn du dranbleibst beim Meditieren, dann merkt dein System irgendwann, okay, wir sind hier so weit. Und wenn dein System merkt, du bist so weit, dann erlaubt es dir auch tiefer in die Meditation zu gehen und tiefer Dinge zu ergründen. Also dein System überlastet dich nicht mit irgendwas, wofür du einfach noch nicht bereit bist. Und dann werden dir alte Prägungen gezeigt und dann wird das Ganze gelöst. Ich hatte so eine schöne Erfahrung letztens mit einer Coaching-Klientin von mir, die mir schrieb, das klingt jetzt total verrückt, aber ich habe gerade eine Meditation gemacht und dies und das ist passiert und sie hat sich selbst optisch gesehen, wie sie sich von diesen ganzen Schichten aus alten Prägungen, aus alten Verletzungen gelöst hat. Und sie sagte, sie hat geweint und sie hatte auch ein bisschen Angst während der Meditation, aber sie wusste, sie will da jetzt durchgehen. Sie will diesen Schritt endlich machen. Und sie hat sich so befreit gefühlt. Und es war so ein riesengroßer Schritt auch in unserer gemeinsamen Arbeit, als sie an diesem Punkt war, wo ihr Geist, ihr System gemerkt hat, sie ist soweit und sie konnte sich von so vielem lösen. Das war so ein schönes Erlebnis für sie und dann natürlich auch für mich. Und davor braucht man tatsächlich keine Angst zu haben. Dein System gibt dir nichts, für das du noch nicht bereit bist. Begegne dir selbst einfach friedvoll und liebevoll. Es ist in Ordnung, wenn diese Gedanken hochpoppen, wenn da Chaos im Kopf ist, wenn du nicht richtig zur Ruhe kommst. Das ist vollkommen okay, das schaffe ich auch nicht an jedem Tag. Und ich meditiere jetzt mittlerweile seit 3,5 Jahren fast täglich. Was ich dir an Tipps gerade für den Anfang mit auf den Weg geben kann, ist A, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Auch nicht zu hohe Erwartungen zu haben, wie das Ergebnis von Meditation vielleicht sein soll. Atme. Nutze für den Anfang einfach nur Atemmeditation. Konzentriere dich nur aufs Ein- und Ausatmen, 3 Minuten lang. Fertig. Damit findest du den ersten Einstieg. Hab einfach auch Geduld mit dir. Schau dir auch mal an, welche Gedanken und Gefühle da aufploppen. Hab keine Angst davor, stoß das nicht ab, guck dir das einfach mal an. Wie als wenn du dir einen Film anguckst, guckst du einfach mal, was passiert denn da, was kommt denn da? Was beschäftigt mich denn gerade eigentlich? Das kann auch interessant sein.
Schieb das halt mal nicht weg, sondern guck es dir einfach mal an. Tauch nicht in einen bestimmten Gedanken für längere Zeit an, sondern guck dir alles mal so ein bisschen an und arbeite dann damit. Und ansonsten biete ich auch immer an, meldet euch bei mir. Es ist mir so wichtig, dass so viele Menschen anfangen zu meditieren, weil das bei mir einfach alles verändert hat. Und deswegen schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram, schreib mir irgendwo und sag, wenn du Schwierigkeiten hast beim Meditieren, und dann gucken wir mal, was dein Weg ist. Und ich bin auch immer ein Fan davon, ich motiviere dich halt auch einfach super gern. Ich höre mir an, was ihr vielleicht erlebt habt während einer Meditation, wo ihr Probleme hattet. Und dann gucken wir halt gemeinsam, wie man das Ganze für euch einfach schöner gestalten kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe sehr, dass es euch inspiriert hat. Schreibt mir sehr gerne in den Kommentaren, ob ihr schon regelmäßig meditiert oder ob ihr auch zu diesen Personen gehört, die einmal meditiert haben und für sich gesagt haben, das ist nichts für mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm auch gerne einen Daumen hoch. Hinterlasst mir ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr vielleicht einen Bekannten, einen Freund oder jemanden der Familie habt, für den das Video interessant wäre, dann schickt es ihm doch gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!